willkommen zurück. Ihr habt hier die Beinpresse. An der Beinpresse kann man sowohl Quadrizeps, Gluteus, Adduktoren trainieren. Und heute zeige ich euch, wie ihr die Fußstellung richtig machen müsst, damit ihr an dem Gerät die maximalen Erfolge habt. Also kommt mal mit und wir sehen uns gleich wieder. Wir befinden uns jetzt also wieder an der Beinpresse. Hier ist es wichtig, dass ihr erstmal das Rückenpolster richtig einstellt. Hier bei diesen Gym 80 Geräten, im John Reed, im McFit, immer auf der Stufe 2. Ist ideal. Euer Becken liegt schön an und ihr könnt nachher, wenn ihr drückt, vermeiden, dass euer Becken nach hinten bzw. euer Unterrücken nach vorne geschoben wird und ihr dort Schmerzen im unteren Rücken kriegt. Jetzt geht es erstmal darum, bevor wir das Gerät einstellen, von der Sitztiefe, also wie sehr wir den Schlitten ranschieben, geht es darum, welchen Teil des Muskels möchtet ihr trainieren. Ihr habt hier die Platte und ihr könnt oben positionieren eure Beine, ungefähr so. Ganz oben am Rand würde dann heißen, ihr trainiert Gluteus und Beinbizeps, also Rückseite des Beines. Ihr könnt es auch unterhalb trainieren, also sehr weit unten positioniert. Dann ist es so, dass es mehr den Quadrizeps trainiert. Ihr könnt aber auch schulterbreit stehen, dann ist es mehr Adduktoren und Außenseite des Quadrizeps. Jetzt gehen wir mal ans Gerät ran und machen einfach die standardmäßige Auswahl. Wir packen die Schuhe mal mittig. Dann kommt das nächste. Ihr seht jetzt schon, ich habe hier mindestens einen rechten Winkel. Mein Knie und meine Hüfte sind idealerweise mindestens in dem Winkel, tendenziell unter dem rechten Winkel. Warum? Ich habe dann mehr Spannung im Beinbeuger bzw. mehr im Quad. Meine Range of Motion ist auch mehr. In dem Moment, wo ich das Gerät absetze, habe ich noch keine Entlastung. Das heißt, ich kann das Gewicht, was hier sowieso ein bisschen Spiel hat, viel, viel leichter und länger, also länger unter Spannung und leichter ablegen. An der Seite, das blenden wir euch gleich ein, habt ihr einen Hebel. Ihr nehmt den Sitz so tief, dass ihr in der Regel ungefähr auf der 2 seid. Ja, ungefähr auf der 2. Ihr seht jetzt schon, ich habe jetzt diesen Winkel. Ich bin jetzt von 90 Grad runter auf 75. Jetzt habe ich schon eine viel, viel größere Grundspannung. Mein Becken ist aber auch nach vorne gerutscht. Jetzt rutsche ich nach hinten. Ich nehme die Hände rein und drücke erstmal raus. Jetzt kann ich die Beine nochmal jeweils an der Platte anders positionieren, je nachdem, ob die verrutscht sind oder nicht. Ich empfehle hier, tendenziell macht es mit Turnschuhen, dann könnt ihr aber auch ohne Turnschuhe machen, dann rutscht er nicht so stark. Eure Hände. Einmal den Daumen rum und dann das Handgelenk eindrehen. Warum dreht ihr es ein? Ihr macht damit die Hüfte fester. Ja? Vorne den Finger ran, Brust raus und dann das Gewicht langsam absenken, so weit, dass der Block fast aufliegt und dabei achten, dass das Becken hier nicht nach vorne schiebt. Und dann wieder langsam gegendrücken. Niemals vollständig das Knie ausdrücken, ausstrecken. Ja? Wenn ihr das macht, die ganze Belastung ist hier im Knie. Wollen wir nicht. Also, nochmal darauf achten. Hier der Unterrücken soll sich nicht nach vorne schieben. Hände ran, Brust raus. Wir ziehen uns richtig fest, gehen wieder zurück, achten auf den Block und drücken wieder gegen. Jetzt ist es tendenziell so, wenn ihr die Beine weiter unten habt, um mehr auf den Quad zu gehen, also auf den vorderen Teil des Beins, wird es irgendwann so sein, dass ihr euch ein bisschen mechanisch blockiert, je nachdem, wenn ihr Oberschenkel und Bauch stoßen aneinander. Ich zeige es euch mal. Achtet auf eine Sache, das ist eine wichtige Atemtechnik, wenn ihr runtergeht, ähnlich wie beim Kniebeugen, richtig aufplustern. Und wenn ihr nach vorne geht, richtig mit Spannung gegen. Hat einen Grund, ihr habt dann insgesamt mehr Bauchspannung, habt insgesamt auch sehr, sehr viel Druck auf dem Bauch, was euch hilft, wenn es nachher schwer wird. Ich zeige eine exemplarisch schwere Wiederholung. Ihr könnt dann nachher mit dieser Luft, die ihr noch in der Lunge habt, beziehungsweise durch dieses Aufplustern erzeugt habt, habt ihr einen sehr, sehr starken Gegendruck. Das heißt, ihr könnt die letzte Wiederholung erzwingen. Wie setzen wir jetzt das Gerät richtig ab? Weil es gibt welche, die machen es nicht so. Wirklich, ihr hältet euch noch bis zum Ende fest und dreht noch die Handgelenke ein. Ganz langsam runter, ganz langsam runter, ganz langsam runter. Der Block liegt irgendwann auf und dann einfach wieder langsam weg.
Ja, Fragen, Anregungen in die Kommentare und probiert's mal aus.